Guten Tag und herzlich willkommen zu dem Webinar Elektronische Jahreslohnmeldung ELM mit Clara. Mein Name ist David Schnetzer und ich freue mich sehr, dass ich euch durch das Webinar durchführen darf. Ich empfehle euch wirklich, den ganzen Teil zu hören und dran zu bleiben. Das erleichtert euch ganz sicher die Arbeit mit diesen Jahreslohnmeldungen. Es lohnt sich wirklich auch, keine Prüfschritte oder so, die ich euch jetzt zeige, zu überspringen. Es holt einem meistens ein, wenn man es nachher dann, es gibt Fehlermeldungen oder man kann dann den Jahreslohn nicht sauber so übermitteln, wie man das gerne will. Also schaut am besten das Ganze, haltet euch am besten an den Ablauf auch und dann solltet ihr eure Jahreslohnmeldung tatsächlich mit wenigen Klicks und sehr, sehr schnell und einfach über die Bühne gehen. Zum Start, bitte berücksichtigen generell bei diesen Jahreslohnmeldungen, dass natürlich sämtliche Schweizer Firmen das bis Ende Januar müssen gemacht haben und folglich nicht nur unseren Support, sondern natürlich auch Swisstec, wo ja die elektronische Lohnmeldung im Hintergrund betreibt, aber auch sämtliche Ausgleichskassen in der Schweiz und Sozialversicherungen sehr, sehr stark ausgelastet sind und sehr, sehr einen grossen Arbeitsanfall haben. Also, wenn ihr euch selber vielleicht dann gefallen, wenn ihr möglichst früh startet, möglichst viel schon vorher, schon im Dezember, jetzt vorbereitet und so dann wirklich vielleicht im Januar, nicht gerade erst am 30. Januar die ganze Übermittlung anfangen und machen, sondern dass ihr das möglichst schon frühzeitig habt. Rein technisch könnt ihr schon jetzt starten, Clara, mit der Vorbereitungsarbeit. Wir sehen es dann nachher gerade. Und können nachher auch technisch gesehen die elektronische Lohnmeldung auch viel, viel früher, noch vor dem 30. Januar, bereits hinter euch bringen. Dann haben wir das auch erledigt und haben dann Ende Januar einen kleinen Stress. Wie gesagt, würden wir als allererstes die Vorbereitungsarbeiten angehen. Und ich werde euch zeigen, was wir eben bereits im November oder Dezember schon können vorbereiten können, wo wir nachher dann weniger tun. Nachher ganz wichtig, dass wir nochmal die ganzen Stammdaten einpflegen und prüfen und genau anschauen. Und dann haben wir im Dezember-Lohnlauf noch die Chance, alle Korrekturen, die für das Jahr noch relevant sind, zu machen. Da wird ja auch nochmal zeigen, was ihr noch machen könnt, wie ihr es machen könnt. Und man schaut dann auch dort noch ein kleines Beispiel von so Korrekturen. Nachher natürlich die effektive Jahreslohnmeldung, wo es dann wirklich um die abschließende Meldung eben an all die Sozialversicherungen und Ausgleichskassen geht. Und natürlich auch Steuerämter. Und dann würden wir auch noch kurz aufs Thema eingehen, wie man dann Löhne bereit macht fürs neue Jahr, sodass ihr dann die Januarlöhne auch wieder pünktlich am Ende Januar könnt auslösen. Die Vorbereitungsarbeiten, die ich schon angetönt habe, da fangen wir natürlich mit dem einfachsten an. Das haben wir wahrscheinlich auch schon längstens gemacht. Das ist der Clara-Account zu authentifizieren. Ihr habt einen Briefcode, den ihr bestellen müsst, über die Applikation, wo ihr dann Post in euren Briefkasten tun habt, hoffentlich. Und auf dem Briefcode, also auf dem Brief hat es eben einen Code drauf und den Code könnt ihr in Clara hinterlegen. Und wenn ihr das gemacht habt, dann darf euer Clara-Account nachher auch die elektronische Jahreslohnmeldung und natürlich die monatliche Quellensteuermeldung auslösen. Und es hat noch ein, zwei andere Sachen in Clara, die an den Authentifizierungsbrief gehängt sind. Für die Jahreslohnmeldung ist er aber zwingend. Das ist ganz wichtig, weil so können wir sicherstellen, dass nur ihr könnt für eure Firma auch den Lohn übermitteln. Für die unter euch, die in einer Ausgleichskasse sind, wo ein AHV Easy Portal, also wo mit einem AHV Easy Portal arbeitet, das sind doch einige Kantone. Und für die Kunden ist es ganz wichtig, dass ihr den Portalzugang schon rechtzeitig bestellt und auch freischaltet und einrichtet. Das läuft außerhalb von Clara, das ist wirklich bei der Ausgleichskasse. Ich habe da eine Liste, die ist wahrscheinlich nicht ganz abschließend, aber ich hoffe, ich verwünsche die meisten. Es ist insbesondere die Ausgleichskasse vom Kanton Zürich, vom Kanton St. Gallen, vom Kanton Schwyz, Thurgau, Fribourg, Zug, Graubünden, Solothurn, Appenzell-Ausserrhoden und Appenzell-Innerrhoden, Schaffhausen, Obwalden, Nidwalden und eben ganzen Haufen weitere noch mehr, auch nicht kantonale Ausgleichskassen, sondern Verbandsausgleichskassen. Also prüfe genau, wenn ihr so einen AHV Easy Portal Zugang mal bekommen habt oder so, dass der funktioniert, dass ihr den Zugriff habt. Das ist ganz zentral. Ihr braucht das im Rahmen von dieser elektronischen Lohnmeldung.
Für die und euch eben auch da wiederum, wo das AHV Easy Portal haben, dort ist es so, dass ihr vielleicht unterjährig mit Clara bereits festgestellt haben, wenn ihr also so einen Eintritt, eine Mutation oder einen Austritt von einem Mitarbeiter gemeldet habt, dort kommt die grüne Ampel in Clara nicht, weil man zuerst eben das muss dann nach der Meldung in Clara in, eben in dem Portal innen noch freigeben und erst dann kommt Clara die Meldung über, dass das passiert. Wenn es unter euch Leute hat, die einen Clara Home-Account haben, die also Hausangestellte abrechnen wollen, auch dort läuft die Jahreslohnmeldung genau gleich im Grundsatz. Natürlich ist es ein bisschen einfacher, weil ihr wahrscheinlich nicht gleich viele Sozialversicherungen haben zum Abrechnen. Und natürlich gibt es dort auch ein paar Spezialfälle. Wichtig ist, dass die vereinfachten Verfahren bei Clara Home man nicht unterstützen. Also dort ist die elektronische Lohnmeldung nicht möglich, Stand heute. Das geht um ein ordentliches Verfahren, da müsst ihr das mit euren Ausgleichskassen schauen, wenn ihr die Daten manuell könnt melden, falls dass ihr eben das vereinfachte Verfahren anwendet. Wenn ihr aber das ordentliche Verfahren habt, geht das genauso gut. Auch dort vielleicht wiederum der Hinweis für AHV Easy. Es ist dort so, dass man ebenfalls bei Home nicht unbedingt einen automatischen Zugang bekommen hat, also einen Brief bekommen hat von der Ausgleichskasse für das AHV Easy Portal. Aber das könnt ihr dort bestellen oder müsst ihr bestellen bei eurer Ausgleichskasse, weil sonst könnt ihr auch da wiederum die elektronische Lohnmeldung nicht benutzen. Dann ist es sicher gut, wenn ihr jetzt schon das ELM-Profil fürs neue Jahr bestellt. Das braucht ihr jetzt zwar nicht für die Jahreslohnmeldung, aber das sind ihr dann im Januar, wenn ihr die Januarlöhne machen wollt, froh, wenn ihr die Unterlagen schon habt. In gewissen Fällen bleiben die vielleicht sogar gleich, die ELM-Profile. Also die Versicherung sagt euch vielleicht, das ist genau gleich wie im Vorjahr, wenn die Sätze nicht ändert und auch sonst keine Änderung bei der Police stattgefunden hat. Kann man das vielleicht gut beibehalten und sonst eben unbedingt bei der Sozialversicherung das ELM-Profil bestellen. Ich zeige euch dann nachher auch noch schnell, wo ihr euch da könnt, anwenden, damit ihr die Unterlagen überkommt. In der Regel ist es der Broker oder die Generalagentur oder der Versicherungsberater, den ihr habt, der euch das ebenfalls kann bestellen kann. Ich kann euch aber dann noch eine E-Mail-Adresse zeigen, wo ihr die auch könnt per Mail bestellen. Dann gibt es ganz sicher zu beachten oder vorzubereiten auch, dass ihr schaut, dass ihr alle Unterlagen, die es jetzt vor allem für den Dezemberlohn laufen, noch braucht, also irgendwelche Kurzarbeitsentschädigungen, die ihr allenfalls noch bekommen habt und dann müsst ihr im Lohn berücksichtigen, Unfall- oder Krankentaggelder, auch irgendwelche EO-Taggelder, also bei Militär oder Mutterschaft. Schaut dann vielleicht auch mit dem Treuhänder, wenn ihr die Unterlagen noch nicht habt, ob ihr noch müsst warten mit dem Dezember oder ob es allenfalls Möglichkeiten gibt, dass man so ein so eine Abrechnung dann auch noch im Folgejahr kann berücksichtigen, dass ihr gleich könnt jetzt da vorwärts machen und die Jahreslohnmeldung oder den Jahreslohn 2020 abschliessen und dass man die vielleicht im 2021 berücksichtigt. Aber wie gesagt, schaut das individuell unbedingt mit eurem Treuhänder an, ob ihr das könnt und ob das möglich ist, dann kann euch das sicher. Ganz wichtig, dass ihr euch auch bewusst seid, wenn es noch irgendwelche Bonuszahlungen gibt, wo man müsste berücksichtigen. Auch die müssen im Dezember-Lohnlauf in Clara abgerechnet werden. Das Gleiche gilt natürlich auch für Spesen oder irgendwelche Trinkgelder und so weiter. Also alles, was noch irgendwie lohnrelevant ist für das Jahr, müsst ihr bekannt sein und müsst ihr entsprechend können eintragen. Wir schauen dann nachher auch noch ein Beispiel an von einer rückwirkenden Korrektur. Das zeige ich dann gerne im System. Könnt unbedingt auch genügend Zeit einplanen für die Lohnmeldung, also sowohl für den Dezember-Lohnlauf wie auch für den Januar-Lohnlauf planen mehr Zeit ein, also vielleicht sonst haben für einen Lohnlauf. Es gibt mehr zu tun halt auch, weil wir eben im Dezember die ganzen Schluss- oder relevanten Themen für das ganze Jahr noch irgendwie muss berücksichtigen. Und im Januar gibt es dann wiederum mehr Zeit, wenn wir schauen, dass die Löhne alle super eingerichtet sind fürs neue Jahr. Also planet euch jetzt schon mal mehr Zeit ein und planet euch sicher auch ein paar Stunden Zeit ein, jetzt auch für die Lohnmeldungen, eben für das Webinar natürlich und nachher eben auch all die Prüfhandlungen, die wir jetzt dann zusammen noch durchgehen. Ich gehe also in diesem Webinar nur sehr rudimentär durch und wir haben da natürlich auch einen Demo-Account, den wir jetzt extra präpariert haben für das Webinar. Ich denke mal, bei euch haben sicher mehr Mitarbeiter, vielleicht, die haben sicher auch vielleicht mehr Ein- und Austritte, die haben vielleicht mehr Änderungen gehabt unterjährig und so. Und dann gibt es wahrscheinlich auch ein bisschen mehr zu tun, als nur gerade eine gute Stunde, um das alles zu prüfen und machen. Also nehmt euch da genug Zeit. Planet vielleicht auch mit einem Treuhänder genügend Zeit ein, also falls ihr auf ihn zurückgreifen könnt,
und Informationen oder Unterlagen noch von ihm brauchen. Schauen, dass er auch Zeit hat. Vielleicht fragen wir ihn auch, wenn er in den Ferien ist, nicht, dass er dann gerade, wenn ihr die Lohnmeldung irgendwie den 1. Januar Woche machen wollt, der dann in den Skiferien ist, und schauen, dass er rum ist oder wenn er rum ist und dass er mit ihm dort auch rechnen könnt. Gut. Jetzt würde ich vorschlagen, steigen wir gerade ein und ich werde euch als allererstes zeigen, wenn ihr jetzt die Elm-Profile, die ich euch versprochen habe, könnt bestellen. Und dazu zeige ich euch jetzt da meinen Browser und ich habe da ein Browserfenster offen und ihr seht, das ist von der Swisstec. Swisstec ist ja die Plattform, wo die ganzen Jahreslohnmeldungen für 26 Kantone, alle Ausgleichskassen und fast alle Sozialversicherungen der Schweiz und eben fast alle Softwarehersteller, die einen Swisstec-zertifizierten Lohn im Einsatz haben, läuft. Und da, wenn ihr unter Datenempfänger geht, habt ihr da die empfangsbereiten Datenempfänger, das öffnet euer PDF und in diesem PDF findet ihr von jeder Sozialversicherung oder Ausgleichskasse eine E-Mail-Adresse, das solltet ihr auch darunter finden. Und an die E-Mail-Adresse hier könnt ihr euch also wenden und könnt entsprechend eure Police mitteilen oder eure Versicherungsnummer mitteilen. Und die solltet euch dann können, das ELM-Profil fürs neue Jahr oder für den Fall, dass ihr es für das Jahr auch noch nicht super hinterlegt habt, auch für das Jahr natürlich noch liefern. Macht das, wie gesagt, möglichst frühzeitig. Ihr seht, ich stand jetzt da bei der Lohnverarbeitung extra und zwar habe ich da das drum offen, weil das der absolut wichtigste Punkt ist, damit die Lohnmeldung klappt. Ihr müsst da im Lohnlauf noch im Dezember stehen, damit ihr jetzt die letzten Korrekturen noch für das Jahr könnt machen. Wenn eure Mitarbeiter alle schon im Januar stehen, dann ist es 2020 abgeschlossen, also im Januar 2021 stehen, ist es 2020 abgeschlossen. Und klar, keine 13. Lohnperiode, das gibt gewisse Systeme, die das haben. Bei klar haben wir das bewusst verzichtet. Also ihr müsst wirklich schauen, dass ihr im Dezember alle nötigen Korrekturen, Bonus, Abgelderspesen, Trinkgelder und so weiter berücksichtigt und auf dem Lohn, auf der Lohnabrechnung im Dezember aufhängt. Mit Lohnlauf meine ich, oder Lohnperiode meine ich wirklich natürlich nochmal eine Lohnabrechnung nach dem Dezember. Selbstverständlich könnt ihr auch mit klar 13. Monatslohn abrechnen. Da ist aber auch wichtig, dass ihr kontrolliert, dass der 13. Monatslohn jetzt im Dezember noch super drauf ist. Im Prinzip funktioniert das, wenn ihr es richtig eingestellt habt, komplett automatisch. Da müsst ihr euch eigentlich nicht darum kümmern. Aber prüft vielleicht auch das sicherheitshalber noch. Könnt schade, wenn eure Mitarbeiter den 13. nicht auf der Lohnabrechnung haben, kurz vor der Weihnacht. Das ist das. Jetzt gehen wir doch einmal dann in die Stammdaten rein schauen, was ihr da müsst angepasst haben. Und dazu gehen wir unter Firma und da in die Sozialversicherung hinein. Prüft unbedingt, dass ihr da die eben Angaben vom ELM-Profil hinterlegt habt. Kontrolliert die vielleicht nochmal jetzt, dass man nicht unterjährig aus Versehen etwas eingegeben hat, und da zum Beispiel von der Familienausgleichskasse, sind natürlich jetzt in diesem Account alles Demo-Daten und keine echte Relevanz. Und schaut wirklich, dass ihr das vom ELM-Profil überträgt und nicht etwa, einfach nur von der Police. Gerade so zum Beispiel eine Vertrags- oder Subnummern oder manchmal auch die Kundennummern und auch der Betriebsteil ist nicht in jedem Fall bei jeder Sozialversicherung super ausgewiesen. Auf die Police oder sonst in den Vertragsangaben. Also stellt das ELM-Versicherungsprofil, wenn ich es euch vorher gezeigt habe, dort habt ihr die Angaben 1 zu 1 exakt so drauf und habt dann natürlich da die entsprechenden Sätze drauf. Also ihr seht 1 zu 1, was ihr da eintragen müsst. Das Gleiche gilt natürlich auch für die Lohnausweisangabe. Ihr könnt die jetzt schon beim Dezember-Lohnlauf prüfen, ihr könnt das aber auch nachher machen. Aber auch da schaut mal rein, dass ihr die Angaben da richtig erfasst habt. Ihr könnt da jederzeit auch mal einen provisorischen Lohnausweis generieren und schauen, wie das aussieht. Sprecht euch da unbedingt vielleicht auch noch mit dem Treuhänder ab, ob das steuerlich aufhebt und korrekt ist, was ihr da eingetragen habt. Und vergleicht vielleicht auch schon jetzt, bevor ihr den Lohnlauf Dezember macht, einmal die Angaben noch mit dem
Vorjahr, also schaut die Lohnausweis vom 2019 mal noch an von jedem Mitarbeiter und vergleicht und schaut, ob all die Kreuzchen gleichgesetzt sind und vielleicht merkt ihr dann auch, ob noch irgendwie ein Privatanteil Geschäftswagen noch müsste abgerechnet werden oder eine sonstige Position noch müsste berücksichtigt werden im Lohn. Und auch dann haben wir natürlich noch die Chance, um das im Dezemberlohn eben entsprechend reinzunehmen. Wenn er den Dezember abgerechnet hat, ist es dann nicht mehr möglich. Also prüfen das vielleicht noch vorgängig, das lohnt sich auf jeden Fall. Natürlich könnt ihr auch die ganzen Mitarbeiterstammdaten, die könnt ihr noch anpassen. Ihr könnt die auch anpassen, wenn ihr dann den Dezemberlohn schon gemacht habt. Also wenn zum Beispiel die Adresse noch falsch ist, das könnt ihr auch nach dem Dezemberlohn noch anpassen. Vor der Jahreslohnmeldung aber unbedingt auch das prüfen. Aber ihr könnt eigentlich praktisch alle Änderungen jetzt noch machen, wenn der Dezember eben noch nicht abgerechnet ist. Da könnt ihr wirklich auch Sätze korrigieren, zum Beispiel. Wir sehen nachher noch in einem kleinen Beispiel, wie es das war. Auch wenn ihr noch im Dezember steht, gibt es vielleicht Sachen, die man tatsächlich technisch nicht mehr kann korrigieren kann, respektive von ihr nicht mehr könnt. Es gibt die Möglichkeit, dass wir das für euch machen können, in gewissen Fällen. Das verlangt aber eine kurze Prüfung auf unserer Seite, ob das überhaupt möglich ist. Und das bedeutet sicher auch, dass wir euch das nicht über den kostenlosen Support machen können, sondern dass wir euch mit großer Wahrscheinlichkeit dann als kostenpflichtiger Aufwand weiterverrechnen. Aber fragt mal im Support an, die können euch auf alle Fälle helfen. Ich denke aber, die allermeisten Korrekturen solltet ihr jetzt dann mit dem folgenden Beispiel, das ich euch jetzt dann gerade zeige, können machen. Schaut euch jetzt an, was wir in dem Dezember Lohnlauf noch korrigieren wollen. Ich gehe da dazu wieder in die Lohnverarbeitung inne. Ich werde jetzt hier den Dezemberlohn nochmal berechnen. Ich gehe jetzt hier beim Hans-Peter Meier in die Dezemberlohnabrechnung inne. Da zeigt es mir jetzt die provisorisch an. Und ich wollte jetzt hier die pauschale Repräsentationsspesen von 600 Franken wollte ich jetzt rückwirkend noch korrigieren. Also da hat man irgendwie abgemacht gehabt, dass ab dem November sollte das nur noch 300 sein. Und folglich können wir jetzt das korrigieren. Und dazu gehe ich da in der Lohnabrechnung zurück auf den November. Der ist längstens abgeschlossen. Und da sieht man jetzt, sind die pauschale Repräsentationsspesen mit 600 drin. Ich klicke jetzt hier Änderungen gültig ab diesem Monat. Jetzt komme ich in Modus, wo ich wieder die pauschale Repräsentationsspesen kann ändern. Und ich stand eben immer noch im November. Also das ist jetzt so eine rückwirkende Änderung. Ich gehe jetzt hier aufs Stiftli, passe das an auf die 300 Franken, tue das speichern. Und jetzt ist das da richtig. Und jetzt seht ihr, jetzt passiert natürlich Folgendes, weil ich habe ja dem Hans-Peter den Betrag auszahlt, wie das hier richtig war, also 300 Franken mehr. Das haben wir ja hier anders abgerechnet gehabt und wir wollen es jetzt rückwirkend korrigieren. Also gibt es mir jetzt hier den Ausgleichssaldo von 300 Franken. Und wenn ich jetzt wieder zurückwechsle in Dezember, dann sehe ich jetzt, was im Dezember wird passieren. Jetzt haben wir hier einen Übertrag vom Vormonat von 300 Franken. Also er kommt jetzt im Dezember einen Abzug über von 300 Franken für die Korrektur, die wir im November gemacht haben. Und genau so funktioniert das natürlich mit fast allen Korrekturen. Also ich könnte auch zusätzliche Lohnarten hinzufügen. Ich könnte auch irgendwie in der Vergangenheit eine Korrektur einfügen. Sei es vom Lohn, Stundenlohn, Menge, die geändert, also mehr Stunden oder weniger Stunden geschafft hat oder auch der Monatslohn, der sich ändert. Also ich könnte praktisch fast alle Änderungen, die denkbar sind, so korrigieren. Es ist jetzt sicher für die Mitarbeiter dann ein bisschen schwierig, die 300 Franken nachzuvollziehen, woher das die kommen. Darum ist es so, wenn wir jetzt hier die provisorische Lohnabrechnung anschauen, als erstes Mal, dann sehen wir, was da passiert. Der Mitarbeiter kommt jetzt nämlich da die Lohnabrechnung so über, wie wir sie gesehen haben. Und was er aber ebenfalls auf der zweiten Seite überkommt, ist eine Korrektur für den November. Und das steht da oben auch. Also er kommt mit der Lohnabrechnung Dezember, kommt eine Korrektur für den November über. Und da steht jetzt auch, was geändert hat. Also er kann jetzt die natürlich vergleichen mit seiner, die er schon bekommen hat. Und hat jetzt da eigentlich die korrigierte. Und da sieht er jetzt eben auch, dass der Ausgleichssaldo von 300, wie der
Wenn man jetzt natürlich zurückgeht bis in Januar und dort würde eine Korrektur machen, dann hat natürlich die Lohnabrechnung vom Dezember dann 13 Seiten, nämlich die aktuelle, respektive 12 Seiten, die aktuelle Lohnabrechnung plus noch 11 aus der Vergangenheit, wo es jeden Monat dann super nachbringt. Unter Umständen. Je nachdem, was er korrigiert hat und wenn er es korrigiert. Aber es ist so sicher für den Mitarbeiter nachvollziehbar. Wenn ihr noch weitere Informationen braucht, was jetzt passiert, ihr habt gesehen, als ich da drauf geklickt habe, ich kann da das Lohnkonto die neueste Abrechnung abladen und sehe dann, wie sich jetzt die Korrektur ausgewirkt hat auf das Mitarbeiterlohnkonto. Und dazu machen wir jetzt dann auch noch die zweite auf, wo man nämlich die ursprüngliche Abrechnung anzeigt, sodass ich dann das auch nebeneinander heben und vergleichen kann. Jetzt ist das da noch gerade am Laden und am Rechnen. In dieser Zeit, oder ich nutze jetzt die Zeit und möchte euch noch einen anderen Hinweis geben. Wenn ihr beispielsweise eine Korrektur machen wollt in Clara, also das, nehmen wir mal an, ihr habt den Unfallversicherungssatz in den Standarten, wo wir vorher gewesen sind, vom ELM-Versicherungsprofil falsch übertragen. Dort muss man auch mal ein bisschen aufpassen mit Promille und Prozent, dass man es richtig in Clara hinterlegt. Nehmen wir mal an, ihr habt jetzt dort eine Kommastelle falsch gehabt oder ihr habt auch vielleicht irgendwo sonst einen Tippfehler drin oder noch die Sätze von 2019 drin gehabt und es hat neu gegeben fürs 20. Also ihr müsst irgendeine Korrektur von diesem Satz vorne. Dann ist es ganz wichtig, Clara erkennt das nicht automatisch, dass er in der Lohnabrechnungen dann auch die Korrektur durchführen müssen. Also auch dort müsst ihr bei jedem Mitarbeiter dann zurückgehen, bis im Januar in so einem Fall, müsst ihr im Januar irgendwie so eine Rückrechnung provozieren. Das könnt ihr machen, zum Beispiel, indem ihr auch so eine pauschale Repräsentationsspesen neu erfasst bei jedem Mitarbeiter und die gerade im gleichen Zug wieder löscht. Dann stoßt das der Prozess an und dann merkt klar, aha, da hat es eine Korrektur gegeben, rückwirkend im Januar. Und nachher eine Berechnung läuft dann natürlich automatisch, da müsst ihr euch nicht mehr darüber kümmern. Und ihr könnt dann schön, eben den Übertrag vor Monat gibt es euch dann schön jede Periode und zieht es dann durch bis zum aktuellen Lohn. Wenn ihr nur mit Arbeitgebersatz rechnet, dann seht ihr das natürlich auf der Lohnabrechnung selber nicht, weil die haben ja für den Mitarbeiter dann keine Auswirkung. Die würden aber eben dann auf dem Lohnkonto sehen. Da sehen dann natürlich auch die Arbeitgeberbeiträge, die sind da ebenfalls aufgeführt und da haben wir recht schöne Übersicht detailliert für jede Position. Also gehen wir doch jetzt schnell schauen. In dem PDF, da müssten wir jetzt die Spesen sehen und wir sehen da Übertrag Vormonat die minus 300. Und wir sehen jetzt auch, da hat man die pauschale Repräsentationsspesen, jetzt wenn ich schaue, dass ich die Ziele sauber markieren kann, dass ihr das auch seht. Da hat man schön die 600 pro Monat abgerechnet, bis und mit November. Und nachher sind es 300. Und da haben wir die Korrektur von diesen 300. Da ist das so ausgewiesen. Jetzt müssten wir, gehen wir noch aufs zweite PDF. Und da seht ihr jetzt das, was ursprünglich abgerechnet worden ist. Und da seht ihr jetzt, Entschuldigung, jetzt habe ich gerade das Falsche gezeigt. Das ist das, was ursprünglich drin war, nämlich die 600 im Dezember, im November, pardon. Und da auf dem haben wir jetzt das Korrigierte. Da ist es jetzt 300 im November abgerechnet, wenn wir es jetzt richtig wollen, und 300 im Dezember. Es geht so, also wunderbar auf. Pardon, ich habe das da gerade verwechselt, weil ich beide aufgetan habe, aber es steht ja schön, das ist die effektive Abrechnung. Also ihr habt da die beiden Lohnkonten schön nebeneinander, da könnt ihr auch die Änderung nochmal nachvollziehen oder vielleicht ist auch euer Mitarbeiter froh, wenn er da nochmal das Detail hat, wenn er irgendwie nicht ganz versteht, wie das Stand kommt, könnt ihr ihn mit diesen beiden Auswertungen sicher weiterhelfen. Die Änderung ist jetzt da also gut. Wir schliessen den Lohnlauf. Jetzt gibt es noch eine weitere Änderung, die ich euch zeigen möchte. Wir haben jetzt da das korrigiert vom Hans-Peter. Jetzt ist aber so, dass Therese Müller die verlässt das Unternehmen und schafft nicht mehr weiter. Und die würden wir jetzt da über die Mitarbeiterverwaltung den Austritt erfassen. Austritt. Also das Datum war am 30.11.
Wichtiger Hinweis, wir werden es nachher noch sehen, es gibt eine weitere Abrechnung nach Austrittsperiode, also sprich, obwohl jetzt die Mitarbeiterin uns am 30.11. verloren hat, generiert Clara trotzdem noch eine Dezemberabrechnung. Wenn wir nichts mehr abzurechnen haben, können wir die einfach mit Null abrechnen. Häufig ist es aber so, dass man noch irgendwie vielleicht noch ein Taggeld muss abrechnen oder vielleicht hat sie noch irgendwie Anteile auf 13. zu gut, die man im November noch nicht berücksichtigt hat oder vielleicht noch eine Spesenrückerstattung, was auch immer das ist. Aber so haben wir die Möglichkeit, um genau solche nachträglichen Auszahlungen noch vorzunehmen. Genau, da sehen wir jetzt auch schon die provisorische Lohnabrechnung für den Dezember. Und folglich ist das gut. Jetzt komme ich da gerade von Clara automatisch die ganzen Tasks mitteilt über, wo es noch zu erledigen gibt. Pensionskasse habe ich vielleicht schon informiert. Die Familienausgleichskasse habe ich ebenfalls schon informiert. Therese Müller über die Versicherungsinformation informieren. Da ist vor allem wichtig, wie lange der Unfallversicherungsschutz noch gültig ist. Aber es gibt sicher auch noch weitere Positionen individuell je bei Firma, bei euch, je Police, die ihr habt. Prüfen das gut. Wir haben jetzt das auch schon gemacht. Da. Und so weiter und so fort. Ich gehe jetzt da nicht alle Punkte durch. Aber nehmt die ernst. Wir schauen nach, gibt es da noch etwas abzuklären oder nicht. Und wenn ihr da dazu Fragen habt, hilft euch sicher auch euer Treuhänder weiter oder ihr findet Informationen vielleicht teilweise auch in der Police oder bei eurem Versicherungsberater. Also schaut da genau an, was es noch zu beachten. Gut. Vielleicht noch ein Hinweis zum Inhaberlohn. Viele KMU oder auch Inhaber von KMU sagen sich, ja, ich oder im Dezember schauen, wie es bei mir lohntechnisch aussieht. Der eigene Lohn koppelt man dort sicher sehr stark auch am Geschäftserfolg. Und da ist wichtig zu beachten, die Buchhaltung, die Flüsse oder vielleicht irgendwann im April oder Mai ab, für den Dezemberlohn etwas einsetzen. Also, dass ihr halt einen Teil von dem Bonus, den ihr das Gefühl habt, den ihr jetzt schon definitiv könnt sagen könnt, abrechnen und eben den Dezemberlohn sauber abrechnen und den im Januar zusammen mit allen anderen Mitarbeitern meldet. Ihr findet sicher Lösungen mit dem Treuhänder oder wenn man auch über Buchhaltung entsprechend vielleicht noch eine Rückstellung kann machen kann. Vielleicht haben wir auch weitere Mitarbeiter im Betrieb, die irgendeinen erfolgsabhängigen Bonus haben, wo man ja zum Zeitpunkt jetzt wahrscheinlich noch nicht kennt, wo man eben frühestens irgendwo im Frühjahr weiss, vielleicht im neuen Jahr abrechnen. Da gibt es aber sicher ein paar Sachen zu beachten, dass das auch steuerrechtlich und rechtlich alles super läuft. Aber eben, wie gesagt, rein technisch sind wir verpflichtet, einen Lohn zu melden und der muss eben mit der Jahreslohnmeldung eigentlich auch definitiv sein. Es gibt die Möglichkeit, dass man die Jahreslohnmeldung auch im Nachgang wieder korrigiert. Da haben wir dann aber Mühe, das in Clara technisch abzubilden. Versucht darum wirklich möglichst den Lohn jetzt so zu definieren, dass er verhebt, dass er eine saubere Jahreslohnmeldung machen kann. Dann haben wir eine saubere Sache und es gibt dann nachträglich keinen Aufwand, um irgendwie etwas zu korrigieren. Ein bisschen anders ist das bei den Selbstständigerwerbenden. Dort läuft ja der eigene Lohn definitiv anders. Auf das gehen wir in diesem Webinar nicht ein. Respektive dort muss man ja auch für sich selber als Selbstständiger keine Jahreslohnmeldung machen. Vielleicht noch ein Hinweis. Was ist, wenn Korrekturen nötig sind, aber alle Dezemberlöhne schon abgerechnet haben? Schaut dazu ebenfalls vielleicht zuallererst mit eurem Treuhänder, gibt es Möglichkeiten zum so eine Korrektur, wo jetzt tatsächlich irgendwie noch im Dezember reingehören wird, über die ihr vielleicht auch noch könnt im neuen Jahr abrechnen. In vielen Fällen ist das möglich, also zum Beispiel gerade, wenn man das Taggeld nicht berücksichtigt hat, respektive die Taggeldabrechnung vielleicht auch erst im Januar gekommen ist, da habt ihr in der Regel keine Konsequenzen. Das kann man gut machen, dass man das dann auch im 2021 super auf dem Lohn abrechnet, dann sind wir also nicht verpflichtet, da noch wieder schon abgerechnete Lohnperiode aufzumachen und das noch wieder nachträglich einzufügen. Wenn es tatsächlich keinen anderen Weg gibt, als dass man muss zwingend die Lohnperiode Dezember nochmal öffnen, Clara, so ist das möglich. Es ist aber es ist kostenpflichtig, dann können wir euch den Aufwand schätzen. Meistens lohnt sich das nicht, respektive eben sollte man zuerst prüfen, ob es irgendeine andere Lösung für den Fall gibt. Auch hier nochmal berücksichtigt, nicht nur wir bei Clara, sondern eben auch alle anderen Partner, die mit diesen Jahreslohnmeldungen zu tun haben, sind sicher sehr stark ausgelastet. Also wenn ihr das merkt, dass das nötig wird, dass es eine Korrektur wird müssen geben, meldet euch möglichst frühzeitig. Gut. Jetzt würde ich vorschlagen, gehen wir doch wirklich den
Dezember abrechnen. Wir haben jetzt die Mitarbeiter austreten lassen, wir haben die Korrektur bei der Spesen gemacht, wir sind jetzt wirklich bereit, wir haben alles erfasst. Jetzt ist der Moment da, wo wir den Dezember abrechnen. Ich wähle die Zahl aus. Jetzt noch schnell prüfen. Gut. Vor der Weihnachtszahlen, da geht am 24. die Löhne. Schließt mir jetzt die Januarlöhne ab. Entschuldigung, die Dezemberlöhne ab und nachher stand im Januar. Das ist dann notwendig, damit ich überhaupt die Jahreslohnmeldung kann machen. Jetzt sehen wir, jetzt hat es mir da einen ganzen Haufen Tasks geöffnet. Einerseits mal Quellensteuerübermittlung für den Dezember. Der eine Mitarbeiter bei mir ist quellensteuerpflichtig. Und dann hat es mir da unten jetzt entsprechend die Jahreslohnübermittlungen, einmal für die AHV, einmal für die Familienausgleichskasse, einmal für die Unfallversicherung und dann die Jahresübermittlung für die Steuern eröffnet. Dazu ist zu sagen, wenn ihr natürlich eine Unfallzusatzversicherung habt oder wenn ihr jetzt auch noch ein KTG habt, dann würde es euch natürlich auch für diese Versicherungen einen Task eröffnen, dass ihr auch die könnt übermitteln könnt. In diesem Fall hier habe ich das nicht. Ich habe nur die vier, die ich hier übermitteln muss. Da gibt es auch noch zu sagen, für den Fall, dass ihr eine Meldung bekommen habt vom Bundesamt für Statistik, dass ihr Statistikdaten müsst übermitteln. Da ist es so, dass wir euch den Task könnt aufschalten könnt. Meldet euch im Support, wenn ihr das braucht. Da haben wir aber nicht die Frist vom 30. Januar. Da hat man, glaube ich, länger Zeit bis irgendwie im Sommer. Also meldet euch dort dann nachträglich. Da können wir euch die Aufgabe dann auch noch aufschalten. Da könnt ihr auch die EFS-Übermittlung noch machen, falls das nötig ist. Aber das sind nur eine Handvoll ist vielleicht ein bisschen untertrieben, aber nur stichprobenmässig gewisse Schweizer Betriebe, die die BFS-Meldungen übermitteln und die werden auch informiert vom Bundesamt für Statistik. Das sind längstens nicht alle. Jetzt bevor wir die Tasks ausführen da und das machen, möchte ich euch gerne noch zeigen, was ihr vielleicht generell jetzt an den Jahreslöhnen noch solltet kontrollieren. Wir gehen dazu unter Firma und gehen dann hier in die Berichte rein. Wählen hier jetzt das Jahr 2020 aus. Und da seht ihr schon mal, wenn euch der unterste Bereich da, der Berichte Lohnmeldung, nicht erscheint, dann habt ihr anstelle von dem Berichte Lohnmeldung habt ihr eine Fehlermeldung. Und dort in dieser Fehlermeldung ist ein bisschen technisch, aber da seht ihr eigentlich raus, was das noch fehlt, dass die Lohnmeldung kann generiert werden. Jetzt da habe ich alles super gemacht, darum kommt das auch tiptop. Aber da habt ihr eigentlich den Hinweis, was noch nötig ist und noch fehlt. Wenn ihr den aber habt, dann schaut unbedingt vielleicht einmal das Mitarbeiterlohnkonto einzeln mit technischen Lohnarten an. Bei dem einen Mitarbeiter, den wir vorher eine Korrektur gemacht haben, haben wir das natürlich schon ein bisschen angeschaut, aber da sehen wir es jetzt, haben wir es schrittweise für alle Mitarbeiter. Ich mache es jetzt da auch noch ein bisschen größer. Ja. Und da haben wir jetzt nochmal die ganzen Lohnabrechnungen schön in einer Übersicht, was gelaufen ist das ganze Jahr, da auch mit dem Total. Da könnt ihr jetzt auch nochmal schauen, was da für Veränderungen gegeben hat oder, ja, oder eben auch nicht. Es wird ja, je nachdem, wenn ihr vielleicht keine Veränderungen gegeben habt, dann würde euch das da auch auffallen. Da könnt ihr jetzt wirklich jeden Mitarbeiter schön schnell durchschauen. Zum Beispiel, der hat im Februar keine Lohnabrechnung gehabt. Das ist vielleicht jetzt da richtig gewesen, und so weiter und so fort. Aber da sehen wir eigentlich so ein bisschen Auffälligkeiten und sehen dann auch nochmal, ob das jetzt super ist. Allerfalls ist das auch ein Schritt, den ihr von eurem Treuhänder machen lasst, dass er da drüber schaut und noch kontrolliert, ganz, wenn ihr da die Abmachung mit ihm getroffen habt. Wenn ihr es nicht schon vorher gemacht habt, lohnt sich sicher auch da, wenn wir mal noch die Lohnausweise anschaut, eben, ich habe das vorher schon gesagt, vergleichen mit dem Vorjahr ist sicher ein guter Punkt. Auch da könnt ihr jetzt nochmal allenfalls gewisse Sachen
korrigieren, wenn es nicht betragsmäßige Korrekturen sind vom Lohn, aber eben irgendwelche Kreuzchen oder auch Texte, die da unten drauf sind, könnt ihr auch da kontrollieren. Also prüft das vielleicht auch, vergleicht es mit dem Vorjahr, das gibt meistens einen guten Hinweis und dann sieht man ein bisschen, ob das richtig ist. Solange wir es hier innen noch haben, ist es noch relativ einfach zu kontrollieren. Sobald ihr aber übermittelt habt am Kanton, ist es so, dass man am Kanton dann muss eine Korrektur auch schicken. Jetzt hätten wir das alles geprüft und wir finden eigentlich, das ist gut, das kann man verschicken. Das ist jetzt alles richtig, ich wollte die Jahreslöhne so melden. Dann gehen wir jetzt zurück zu dem Task. Machen das allererst die Quellensteuermeldung noch schnell. Vielleicht zu der Quellensteuer auch noch ein Hinweis. Es gibt Änderungen nächstes Jahr. Ah, da habe ich jetzt natürlich etwas nicht eingetragen. Das ist jetzt genau so eine Fehlermeldung. Ich zeige euch noch, was da das Problem ist. Und zwar ist jetzt das gerade. Ich kann mal schnell schauen, dass ich den Text kann zeigen kann, was da fehlt. Es gibt die Ziele für jeden Monat. Darum ist die relativ gross, die Fehlermeldung. Aber das typische Punkt, den wir die im Support haben, gesehen haben, ist meine ID, also meine Mitgliedernummer und der Prozentsatz von der Kommission vom Kanton Bern ist nicht eingetragen und darum gibt es die Fehlermeldung und darum kann ich jetzt das hier nicht übermitteln. Jetzt gehen wir da dazu gerade unter Firma. Und gehen hier in den Arbeitsort rein und ihr seht da fehlt der Kanton Bern. Und jetzt dann die Mitgliedernummer, das speichern. Wieder raus. Starte den Task nochmal. Und dann ist ganz wichtig, wenn ihr in diesem Schritt festgestellt habt, dass etwas nicht sauber hinterlegt ist oder einen Fehler gibt, dünnt da unten unbedingt nochmal Daten aktualisieren klicken. Dann geht Clara wirklich her und dort das PDF alles nochmal sauber aufbereiten und dort dann die richtigen Werte melden. Jetzt vor dem Übermitteln habt ihr da immer noch die Möglichkeit, dass ihr das PDF nochmal anschaut. Also macht ihr das vielleicht. Und dann, wenn ihr das PDF gerade offen habt, das bei euch lokal speichern. Allenfalls macht ihr euch auch einen Ordner auf Papier, könnt es in dem Fall ausdrucken. Dann habt ihr später bei einer AHV oder SUVA-Revision die Informationen alle gerade schon beieinander. Da seht ihr jetzt wirklich die Quellensteuermeldung, die am Kanton übermittelt wird. Was machen wir jetzt? Funktioniert da natürlich nicht auf dem Demo-Account. Ich werde jetzt eine Fehlermeldung bekommen. Jetzt gehen wir doch zu dieser Jahreslohnmeldung. Und da funktioniert nochmal genau gleich. Wir spielen es jetzt hier schnell durch für die AHV. Da haben wir die AHV-Lohnbescheinigung, AHV-freie Personen. Ich kann jetzt nicht für jeden Tag aufmachen, aber ich glaube, wir haben den Mega noch gesehen. Also man hat da die Reports auf PDF, die man auftun kann, anschauen. Und eben am besten das abspeichern oder sogar drucken bei euch, nachher auf Fortfahren. Dann gibt es einen weiteren Schritt, nämlich, dass man das eben im Portal von der Ausgleichskasse in dem Fall da muss freigeben. Wie gesagt, wenn ihr eine AHV Easy Ausgleichskasse habt, also eine Ausgleichskasse, die das Portal AHV Easy einsetzt, dann müsst ihr euch dort mit dem Portal dann einloggen und das dort hinein freigeben. Ganz ein wichtiger Schritt, ohne die Freigabe ist die Meldung nicht beim Kanton und respektive bei der Ausgleichskasse und wird nicht verarbeitet. Das Gleiche gilt aber auch für jede andere Ausgleichskasse, die nicht das Portal AHV Easy nutzt, die vielleicht eine eigene Lösung hat oder ein anderes Portal. Dort solltet ihr aber in der Regel, wir sehen es dann nachher bei der Unfallversicherung, dann kommt ihr direkt im Portal in einen Link rüber und in diesem Link hinein könnt ihr dann gerade die Validierung machen und könnt wirklich die Daten freigeben. In der Folge darauf aber kommt ihr nachher von der Ausgleichskasse oder von der Sozialversicherung die Schlussrechnung über und auf dieser Schlussrechnung, die könnt ihr dann auch nochmal überprüfen, mit dem, was ihr tatsächlich gemeldet habt. Jetzt solltet ihr dann die gleichen Zahlen natürlich draufstehen, die gleichen Lohnsummen erwähnt sein. Ich gehe jetzt die nicht einzeln durch, ich werde euch aber noch ein Beispiel zeigen. Das ist nämlich da jetzt die Unfallmeldung. Ihr könnt da effektiv auf dem System zeigen.
Auch da schaue ich mir das PDF von dieser Unfallmeldung wieder nochmal an, tue das speichern oder ausdrucken für mich, das natürlich nochmal prüfen. Und da drücken wir jetzt auch auf Fortfahren. Ihr seht, das ist jetzt die Übermittlung im Gang. Ich habe auch da oben ein grünes Hörtchen bekommen. Jetzt haben wir hier die Komplettierung bekommen und ich klicke jetzt hier, da kommt das da in den Benachrichtigungen über, klicke jetzt hier drauf, gehe jetzt hier auf das Sendesymbol und jetzt leitet mich Clara direkt weiter auf das Portal von der SUVA. Ich sehe hier die Informationen, die ich übermittelt habe. Da unten sehe ich nochmal die Lohnsumme, genauso wie sie auch in dem Dokument drin war, das ich mir vorher angezeigt habe. Ich gehe weiter. Ich sehe hier auch nochmal eine Zusammenfassung. Ich sehe weitere Angaben, die allenfalls übermittelt worden sind, respektive, wo ich hier auch noch könnte ergänzen könnte. Meine Angaben hier, die ich auch in Clara hinterlege, also da wird alles eigentlich eingefüllt. Man müsste höchstens noch bei gewissen Positionen ergänzen. Und wenn ich jetzt hier auf die Daten freigeben klicke, dann ist jetzt wirklich die Meldung bei der SUVA und dann sind die Dokumente angekommen. Ich muss also keine Lohnmeldung mehr auf Papier oder irgendetwas schicken, sondern jetzt ist das wirklich alles elektronisch übermittelt. Was ich jetzt da noch machen kann, das würde ich euch unbedingt empfehlen, dass ihr die übermittelte Lohnerklärung da auch noch bei euch abspeichert. Da habt ihr nochmal eine Zusammenfassung von dem, was ihr jetzt gemeldet habt. Das kommt jetzt auch auf dem Logopapier von der SUVA, respektive von euren Ausgleichskassen oder von eurem eure Sozialversicherung, wo auch immer ihr die Meldung macht, aber macht das unbedingt und speichert auch das PDF nochmal bei euch ab oder druckt es vielleicht aus und legt es im Ordner ab. Und aufgrund von dieser Meldung kommen wir jetzt dann wirklich die Schlussrechnung über und natürlich abzüglich eine Kontozahlung. Ich gehe jetzt hier raus, jetzt ist die Komplettierung gemacht. Ich gehe zurück in Clara und wenn ich dann da das nächste Mal auch das auffrischen, dann ist entsprechend der Task dann auch weg, der verschwindet dann da. Jetzt machen wir das eben natürlich mit jeder Sozialversicherung. Es gibt für jede Sozialversicherung und Ausgleichskasse gibt es das Prozedere. Außer die eine, das ist das BVG, nämlich die Pensionskasse, also die dritte, die zweite Säule, die könnt ihr nicht mit der elektronischen Lohnmeldung in Clara machen. Das müsst ihr auf dem Portal oder schriftlich bei eurer Pensionskasse machen. Das ist im Moment über Swisstec noch nicht möglich. Da gibt es aber Bestrebungen, dass das in Zukunft ändert. Dann werden wir natürlich auch mit Clara das nach Möglichkeit unterstützen. Jetzt gibt es noch etwa bei deren Übermittlung so ein bisschen typische Fehler, oder es kann natürlich tatsächlich auch sein, dass da etwas falsch gegangen ist. Dann haben wir da jeweils da eben unter den Benachrichtigungen oder da oben unter der Glocke sehen wir die Rückmeldungen. Da ist jetzt natürlich alles gut gelaufen. Ihr habt da häufig da hinten dann auch noch ein Ausrufezeichen oder ein Fragezeichen und da seht ihr auch noch zusätzliche Hinweise dann zu dieser Meldung. Also für den Fall, dass der Task rot erscheint oder die Benachrichtigung, habt ihr da auch noch Informationen dazu und könnt dort die anschauen. Da gibt es vielleicht noch einen Hinweis, was allenfalls könnte falsch gewesen sein. Manchmal ist das vielleicht irgendwie eine falsche Nummer, die man eingetragen hat in den Stammdaten, also eben nicht die richtige Versicherungsnummer oder so, wo dort hinterlegt ist. Und da kann man das allenfalls noch korrigieren, kann in gewissen Fällen dann vielleicht auch den Task, die Aufgabe, die wir da in Clara haben, nochmal öffnen und kann dann die Daten aktualisieren und dann ist es allenfalls möglich, dass ihr die gleich noch könnt übermitteln. Es gibt in gewissen Fällen, wo auch wir auch im Support den Task nochmal generieren können und nochmal öffnen, sodass es nochmal übermitteln könnt. Auch das ist in gewissen Fällen möglich. Und manchmal gibt es auch Fälle, wo es tatsächlich technisch nicht möglich ist, das zu übermitteln. Und dann habt ihr ja immer noch die Möglichkeit, dass ihr dann gleich das Papierformular einreicht. Schaut aber auf alle Fälle, dass ihr sicher sind, dass es nicht doppelt läuft, dann, dass ihr irgendwie doppelt eine Meldung hättet, also eine auf Papier und eine auf elektronisch. Das wäre schade und führt dann sicher zu Verwirrung.
Also schaut immer jetzt in den nächsten Tagen nach den Übermittlungen regelmäßig da die Benachrichtigungen rein und schaut auch da oben dann unter der Glocke, das ist natürlich die gleiche Sicht, aber dann haben wir da die Informationen, wie das mit diesen Meldungen gegangen ist und haben dort auch dann Rückmeldungen, wenn das verarbeitet worden ist bei der Versicherung. Bei gewissen Versicherungen kann das tatsächlich ein paar Tage oder sogar Wochen gehen. Die haben, wie gesagt, alle kommen jetzt gleichzeitig von allen Schweizer Firmen die Meldungen über und die können die auch nicht alle in der gleichen Sekunde abarbeiten. Also wartet da oder schaut regelmäßig ein klarer rein, wie das aussieht mit diesen Tasks, die übermittelt sind und ob das gegangen ist. Dann ist es so, dass ihr eigentlich bereit sind für das neue Jahr. Also könnt dann, also bevor ihr die Januarlöhne macht, unbedingt wieder unter Firma in den Versicherungsstamm rein. Könnt da die Versicherungsangaben ändern, vielleicht habt ihr eine neue Ausgleichskasse, vielleicht hat eure Unfallversicherung geändert, vielleicht hat vor allem auch eure Sätze geändert. Ja, das ist wichtig, korrigiert das jetzt, bevor die Leute Januarlöhne machen, dann habt ihr einen sauberen Stand. Was auch jemand hier kann ändern, ist natürlich der Verwaltungskostenabzug bei der Ausgleichskasse von der AHV. Natürlich, die AHV-Sätze, das tun wir in Clara zentral verwalten, da müsst ihr euch nicht darum kümmern, aber die Verwaltungskosten, die sind ja abhängig von der Prämie, die ihr in der AHV zahlt und dort, das seht ihr auf der letzten Rechnung oder könnt ihr sonst auch bei der Ausgleichskasse nachfragen. Das gleiche ist auch bei der Familienausgleichskasse, das ist kantonsabhängig ja der Satz oder auch kassenabhängig teilweise, klärt der mit den Kassen ab, ob der für das neue Jahr dann noch gleich ist und trägt den da auch. Und dann wichtig natürlich, macht Mutationen für eure Mitarbeiter. Also in den allermeisten Fällen gibt es einen neuen BVG-Abzug. Ihr habt vielleicht aber auch Lohnerhöhung gewährt euren Mitarbeitern aufs neue Jahr. Oder vielleicht gibt es auch sonstige Veränderungen vom Beschäftigungsgrad und so weiter. Das kennt ihr ja unterjährig, ist das ja genau gleich. Also auch da gehen die Mitarbeiterverwaltung, die passen die Sachen an, bevor die Januarlöhne abbrechen. Ganz wichtig, bei der Quellensteuer gibt es noch eine Änderung. Der Quellensteuertarif D, Nebenerwerb, gibt es ab 2021 nicht mehr. Nochmal gerne der Hinweis, eben, es gibt weitere Webinare, es gibt natürlich generell eins zum Einrichten vom Lohn, das habt ihr vielleicht schon längstens geschaut. Es gibt, wie gesagt, noch eins zu der Quellensteuer und wir werden dann noch eins produzieren, wo der Jahresabschluss auf Clara zeigt in der Buchhaltung. Das hat dann mit dem Lohn nur am Rand zu tun. Aber der wird ja ebenfalls ans Herz legen, das Webinar. Schaut doch dort vielleicht auch rein. Und selbstverständlich gibt es nicht nur die Termine, wo man das Webinar online zuhören kann, wo man Fragen stellen kann, sondern wir werden die auch auf YouTube veröffentlichen. Also ihr könnt dann herspulen oder die Teile nochmal schauen, die euch besonders interessiert. Das war es. Ich hoffe, es hat euch geholfen und es führt euch durch die elektronische Jahreslohnmeldung. Und ich wünsche euch noch einen ganz schönen Tag. Macht's gut. Und tschüss zusammen.